Also positiv schon mal vorab. Herr Friedrich ist immerhin zu uns rausgekommen und jetzt ist nichts, die Situation ist nicht eskaliert wie heute Morgen in Essen. Negativ war ganz klar, dass wir keine klare Positionierung zu dem Gerichtstermin morgen bekommen haben. Hätten wir uns gewünscht, dass er ganz klar sagt, da Münster steht auf Seite der Arbeitnehmer. Das hat uns gefehlt. Hallo, ich bin Anita aus der Betriebskindertagesstätte im Universitätsklinikum Münster. Wir sind heute den 43. Tag im Streik. Alle Bereiche dieser Klinik und zusammen mit den 6 Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Das Besondere an diesem Streik ist, dass nicht nur die Pflege sich im Streik befindet, sondern alle Bereiche der Unikliniken. Das heißt, auch der Service, auch die Küche, die Botendienste und die Betriebskitas. Und Krankenhaus ist Teamarbeit. Ohne uns gemeinsam wird dieser Laden nicht laufen. Die Verhandlungen haben letzte Woche sehr schleppend begonnen. Nach 143 Tagen, nachdem die Arbeitgeber Zeit gehabt hätten, uns ein Angebot vorzulegen. Und zum Wochenende hin wurde uns bekannt, dass eine einstweilige Verfügung wohl angestrebt wird von der Universitätsklinik Bonn. Wir sind super sauer. Wir wollten morgen eine Demo machen, den zentralen Streiktag in Münster mit den anderen Unikliniken durchführen. Wir haben beschlossen, dass wir solidarisch nach Bonn fahren und dort die Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Und wir werden nicht nachlassen mit unserem Streik. Wir sind fest entschlossen, diesen Tarifvertrag Entlastung durchzusetzen. Seid solidarisch. Wenn ihr Zeit habt, kommt mit nach Bonn morgen. Und den zentralen Streiktag in Münster werden wir auf alle Fälle noch nachholen. Hi, ich bin Leonie aus dem chirurgischen OP hier in der Uniklinik Münster. Wir streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Wir wollen nicht mehr Geld, wir wollen bessere Arbeitsbedingungen und wir wollen vor allem eine gute Patientenversorgung. Mir persönlich ist es vor allem auch total wichtig, nochmal zu erwähnen, dass nicht nur die Pflege streikt, dass alle nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uniklinik streiken. Da ist mir es noch persönlich noch mal ein ganz besonderes Anliegen, dass die Kita dazu erwähnen, weil ich selber Mutter bin, in der Pflege arbeite und nur gute Arbeit leisten kann, wenn mein Kind gut versorgt ist. Und das kann nur gewährleistet sein, wenn die Kita ausreichend Personal hat, geschultes Personal, eingearbeitetes Personal. Ich kann keine Patienten gut versorgen, wenn ich mein eigenes Kind nicht gut versorgt weiß. Und auch die Erzieher haben den Anspruch, die Kinder, die sie betreuen, gut zu versorgen. Es ist absolut kein egoistischer Hintergrund dahinter, wenn Erzieher sagen, sie streiken. Das ist ein Hilferuf nach mehr Personal, nach Wertschätzung und nach mehr Aufmerksamkeit für diesen unfassbar wichtigen Beruf. Ja, super, danke. Und heute ist kein Arbeitstag! Heute ist Streiktag! Heute ist kein Arbeitstag! Heute ist Streiktag! Heute ist